So, mein Arbeitstag ist verbracht und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen einfach rumscrollen auf Twitter und mich ablenken. Und dann habe ich gesehen, dass Cora Schumacher trendet. Und normalerweise kommentiere ich jetzt Gossip oder Boulevard nicht so gern, weil es mich nicht interessiert, das Thema schon, weil ich da wirklich einige Gedankengänge zu habe und ich würde die sehr gerne mit euch teilen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir spiegelt, was ihr dazu empfindet, weil das wirklich ein Störgefühl bei mir hinterlässt. Cora Schumacher trendet, weil sie jetzt eben dem Spiegel ein großes Interview gegeben hat, wie das Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher auf sie wirkt und was das mit ihr macht. Dazu muss ich Folgendes festhalten: Der Spiegel ist jetzt definitiv endgültig im Boulevard angekommen, wobei eigentlich auch schon ein bisschen eher, ne, Lowlife-Spiegel, und schlachtet hier vermeintlich ein Thema aus, was vielleicht gar nicht in den Boulevard gehört. Andererseits, Fokus berichtet darüber, was ist mit dem Fokus passiert, die Bild sowieso, das ist ihr Steckenpferd, das ist ihr Thema. Es ist auch schockierend zu sehen, das zeigt auch ein Bild des heutigen Journalismus, dass wirklich gleichzeitig im Minutentakt alle diese gleiche Story bringen mit exakt den gleichen Formulierungen. Ja? So, als damals, das war ja, glaube ich, vor 3 Wochen, publik wurde, dass Ralf Schumacher homosexuell ist, hat mich das initial total gefreut, weil ich liebe Liebe und ich liebe es, Liebe zu feiern. Und ich finde es ehrlich gesagt total traurig, dass es heutzutage immer noch so ein Ding ist, sein Coming-out zu verkünden, kann es aber nachvollziehen, besonders in, ich sage jetzt mal, testosteron-dominierten Sportarten wie im Fußball oder eben im Motorsport. Da ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Ich glaube aber darüber hinaus, dass mich das persönlich freut, weil ich das immer schön finde und ich es auch total schön finde, wenn Homosexualität normalisiert wird. Es ist für mich komplett normal, aber ich weiß eben, dass es für viele einfach noch nicht so ist. Deswegen finde ich das eigentlich ganz positiv. Dennoch finde ich, dass jeder schon wusste, dass Ralf Schumacher schwul ist. Wahrscheinlich in der ganzen Medienbranche, im Motorsport sowieso. Die Bild wusste es auch. Und ich glaube ehrlich gesagt, nur meine persönliche Meinung, dass das ein Deal von Ralf Schumacher und der Bild war. Es galt, das Sommerloch zu füllen. Und ich glaube, die Bild hat ihm gesagt, du pass mal auf, wir bringen jetzt die Story. Du kannst es selber publik machen oder wir machen es. Wenn du es selber veröffentlichst, machen wir einen Deal mit dir. Wir berichten danach jeden Tag über dich. Du gibst uns Interviews. Wir haben vielleicht auch noch die ein oder andere schlüpfige Neuigkeit über deinen neuen Partner. So kam es dann auch. Er ist Mitglied in der rechtsextremen Partei von Le Pen gewesen. Das ist natürlich dann ein Skandal. Besonders da ich glaube, dass er schwarz ist. Da fragt man sich sowieso bei schwarzen Menschen, wieso bist du in dieser Partei? Aber auch so. Ja, also ich glaube einfach, dass das ein abgekatertes Spiel zwischen der Bild und Ralf Schumacher war. Ist ja auch okay, gibt ja Leute, die damit Geld verdienen oder das teilweise auch müssen. Soweit, so gut, habe ich mir gedacht. Cora Schumacher hat sich dann gar nicht gemeldet. Das wurde ihr negativ ausgelegt, dass sie geschwiegen hat. Dann hat sie das Bild mit der Träne gepostet. Das wurde ihr auch negativ aufgelegt. Jetzt hat sie das Gefühl, sie muss sich als Frau und ihren Ruf verteidigen. Gibt dem Spiegel, genauer gesagt Juliane Löffner, Löffler, die eine gewisse Reputation hat in diesem Bereich und mit diesen Reportagen ein Interview. Und es passt auch wieder nicht. Der Tenor, den ich auf Twitter lese, ist, sie war ein Golddigger, sie wusste genau, worauf sie sich einlässt, ihr Aussehen wird massiv kritisiert und ja, Cora Schumachers Style und ihre Optik ist auch nicht mein persönlicher Geschmack, das muss ja auch nicht sein, das gibt aber niemandem das Recht, sie deswegen zu beleidigen, das war so schlimm, was einige geschrieben haben über diese Frau und ich verstehe es nicht, dass immer noch, was egal welcher Skandal es ist, über die Optik der Frau gesprochen wird, bei einem Mann passiert das nie. Ich habe jetzt nicht gehört, wie über Ralf Schumachers Alter böse gesprochen wurde, weil er jetzt einen viel jüngeren Lover hat, was auch immer. Ja? Das hinterlässt schon immer so ein merkwürdiges Gefühl bei mir. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen und jetzt habe ich folgende Frage und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mit mir in den Kommentaren so ein bisschen eruieren, mir spiegeln würdet. Seid ihr nicht auch der Meinung, ich weiß, das ist eine Suggestivfrage, aber seid ihr nicht auch der Meinung, dass es irgendwann presseethisch einen Moment gibt, wo man sagt, dir geht es offensichtlich nicht gut mental, wir schützen dich und wir schützen dich, indem wir dich und deine Privatsphäre nicht ausschlachten
und dir auch keine Reichweite geben, keine Bühne geben. Wir können gerne über dich berichten, aber aktuell tut dir das nicht gut. Ich weiß, das ist schon vielleicht fast naiv, diese Frage zu stellen, weil wir sehen ja an der Boulevardhaltung des Spiegels, dass es nur noch um Klicks und um Reichweite geht und gar nicht mehr um Qualität und gar nicht mehr um Seriosität oder eben auch um bestimmte Ansprüche. Die Geschichte, diese Home Story mit Cora Schumacher ist total traurig. Ich lese da ein Bild heraus von einer zutiefst verletzten Frau, der es offensichtlich mental und gesundheitlich nicht gut geht. Und ich würde mir wünschen, dass man sie darauf hinweist und ihr vielleicht Hilfe anbietet oder Hilfe vermittelt und das nicht ausschlachtet und darüber berichtet. Ich habe vor kurzem, ich weiß eigentlich nicht sagen, aber es ist egal, es ist nichts Schlimmes. Ich hatte vor kurzem, also das ist egal, ich hatte vor kurzem einen Moderationsjob in Düsseldorf und bin dann mit dem Auto zurückgefahren und habe mir dann noch was zu essen geholt. Und wirklich, ich habe echt immer so ein Talent, mir passiert sowas ganz oft, auch mit Prominenten, in wen ich nicht schon alles reingelaufen bin, sehe ich, wie Cora Schumacher vor mir über die Straße läuft. Und das war genau, ich glaube, der Tag oder ein Tag später, nachdem das mit Ralf publik geworden ist und wo ich auch noch ganz euphorisch war und dachte, ach, wie schön, das ist so schön für homosexuelle Liebe. Und dann habe ich gesehen, wie diese Frau, für mich persönlich sah sie sehr, sehr traurig und gebrochen aus, tief traurig und verzweifelt da vor mir über die Straße gelaufen ist. Und ich habe echt überlegt, ob ich sie ansprechen soll, weil mir das einfach so leid hat. Aber das habe ich natürlich nicht getan. Ich hätte das als grenzüberschreitend empfunden. Aber irgendwie hat das was mit mir gemacht, sie so zu sehen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was macht sie denn so, weil ich eben kein Reality-TV schaue. Und habe dann gesehen, sie war im Dschungelcamp und war da irgendwie auch sehr kontrovers mal wieder. Und habe dann diese Doku gesehen, die richtig, richtig gut war, auf Sat.1, wie Menschen mit Geld umgehen. Da war sie auch eine der Teilnehmerinnen, was ich total gut finde und wichtig, weil wir meiner Meinung nach alle keine gute finanzielle Bildung haben. Und wenn dann Menschen wirklich offen darüber sprechen, was sie verdienen, wie sie mit ihrem Geld umgehen, ist das meistens sehr lehrreich. Und das war wirklich gut und sie kam sehr normal und sehr sympathisch und nett rüber. Ganz anders eben als das Bild, was jetzt von ihr gezeichnet wird. Dieses vollkommen unproblematische Format wurde anscheinend abgemahnt, habe ich jetzt im Spiegel gelesen. Und Ralf Schumachers Anwalt hat sich bei denen gemeldet und es geht irgendwie um seine Persönlichkeitsrechte und es darf nichts gesagt werden, was ihn schlecht dastehen lässt, wo ich mir wirklich dachte, wow, wie lange sind die geschieden und wie kontrollierend ist das und was für ein Machtmissbrauch, weil dass Ralf Schumacher Top-Anwälte hat und sehr, sehr viel Geld hat, im Gegensatz zu ihr, ist ja wohl klar. Ich bin mal gespannt, ob mein Video abgemahnt wird. Ich werde wahrscheinlich diese Woche einen neuen Abmahnrekord aufstellen. Mal gucken. Auf jeden Fall fand ich das doch sehr befremdlich, dass er so reagiert. Und in diesem Spiegelartikel sagt sie eben auch, sie fühlt sich benutzt. Ich finde, es ist auch ein Missbrauch, wenn dein Partner weiß, dass er homosexuell ist, sich nicht von dir trennt, dir das nicht mitteilt, mit dir ein Kind zeugt und dich in dieser Ehe lässt. Und vor allem, was sie schildert, sind ja wirklich, das ist ja eine totale Vernachlässigung und emotionale Kälte. Da sitzt sie da alleine in Salzburg in der Villa oder wo auch immer, teilweise mit dem Kind. Der Mann ist abwesend, ist nie da und sie weiß nicht, woran es liegt. Und dass, wenn ein Mensch kein gesundes Selbstbewusstsein hat, keine Möglichkeiten der sehr guten Therapie hat oder eine Prädisposition hat, was viele, viele Frauen haben, ja, dann fängt der Mensch an, sich zu fragen, bin ich schuld? Sehe ich nicht gut genug aus? Bin ich nicht gut genug? Die Frage, bin ich nicht gut genug, ist eine universelle Frage, die wir uns alle stellen, ja. Und besonders, wenn man vom Partner mit Ablehnung und mit Nichtbeachtung gestraft wird, stellt man sich natürlich diese Frage, ja. Dass diese Frau sich jetzt missbraucht, hintergangen und benutzt fühlt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass Menschen aber wieder die Frau als Täterin darstellen, sagen, ja, die hat den ausgenutzt und die war famegeil und geldgeil. Ich finde das so eindimensional und so unfair, weil wir das einfach gar nicht beurteilen können. Also ich meine, kann man nicht sich irgendwie mal die Mühe geben, sich in einen Menschen hineinzuversetzen, der sowas erlebt hat, bevor man ihr Famegeilheit und Geldgeilheit vorwirft?
Die Frau ist seit weiß ich nicht wie vielen Jahren geschieden. Die macht alle möglichen Reality-TV-Formate, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Und sie kann mit Sicherheit nicht an der Kasse sitzen und irgendeinen, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Job ausüben, weil sie dann von der Bild oder von wem auch immer fotografiert wird und Menschen sie ansprechen. Ja, das ist ja auch das Problem. Und ich habe das so oft gesehen, dass Frauen an der Seite von prominenten Männern vor dem Bus geschubst worden sind und wirklich diese Lawine der Medien über sie gerollt ist. Und deswegen meine weitere Frage an euch: Gibt es nicht irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sich gar nicht mehr schützen kann vor den Medien, wo man sich vor der Allmacht auch des prominenteren, reicheren Partners gar nicht mehr schützen kann? Und ist das nicht Missbrauch einer Person, wenn die ganzen Medien immer wieder so über diese Person drüber rollen, besonders wenn offensichtlich ist, die Person das sogar selber sagt, dass sie nicht mehr kann und es ihr nicht gut geht? Und ich weiß nicht warum, aber ich muss immer wieder an Kasia Lenner denken. Boah, Jerome Boateng, ich finde wirklich keine Worte für diesen Mann. Aber wo man einfach merkt, die Person kann doch nicht mehr. Es geht ihr nicht gut. Ja, Kasia Lenner hat keine Interviews gegeben. Cora Schumacher macht das jetzt. Aber muss man das machen? Muss man das ausschlachten? Ist das presseethisch noch vertretbar? Und wie gesagt, wir sprechen hier vom Fokus und vom Spiegel, die berichtet haben. Es ist ja nicht so, dass ich enttäuscht von der Bild wäre. Ja. Come on. Ich weiß nicht. Für mich fühlt sich das so, so falsch an. Und ich wollte euch einfach mal spontan diese Frage stellen. Es war jetzt echt ein langer Tag. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. Und ihr könnt heraus abstrahieren, worum es mir geht. Und das würde mich total freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt. Ob das okay ist, das mit einer Frau, das kann auch ein Mann sein natürlich, zu machen, der es nicht gut geht, und wie ihr die Rolle von Ralf Schumacher da einordnet. Wie gesagt, ich glaube, dass es ein Deal mit der Bild war und kann man ja machen. Aber kann man das machen, wenn man weiß, dass es seiner Ex-Frau nicht gut geht mental, dass sie wirklich harte Jahre hinter sich hat, dass sie einen Bruch mit dem eigenen Kind hinter sich hat? Und ganz ehrlich, alle Frauen, alle Mütter, die das hier sehen, wie würde es euch mental gehen, wenn euer eigenes Kind nichts mehr mit euch zu tun haben will? Wegen OnlyFans, wegen euren Auftritten, wegen was auch immer, vielleicht auch wegen eurer Instabilität. Das fühlt sich für mich wirklich ganz, ganz schäbig an und ich habe echt große Probleme, wie über diese Frau geschrieben wird, hergezogen wird. Und wie gesagt, ich finde auch sehr viele Sachen sehr befremdlich, die sie getan hat, muss ich hier auch ehrlich sagen. Ich finde aber nichts verwerflicher, als auf einen Menschen einzutreten, der es einem leicht macht und dem es nicht gut geht und auf den gerade alle eintreten. Leichtes Spiel und totales Täterverhalten habe ich irgendwie gerade nicht so Lust drauf. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Freitagabend und freue mich, von euch zu hören.